Servus Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr seht's, die Tausender ist abgeschlossen. Ich bin jetzt gerade auf dem Rückweg von Frankfurt. Oh, ich habe noch nicht ausgedreht. Ich bin jetzt erstmal aus der Frankfurter Innenstadt rausgekommen hier. Das mache ich jetzt hier mit euch zusammen. Das allererste Mal Durchzug. Ich bin sehr gespannt, ich bin aber noch im Sportmodus. Ich werde gleich dann auch nochmal auf den Race-Modus wechseln und dann alles im Race-Modus scharf stellen. Mal gucken, ob ich da auch oder einen Unterschied spüre. Einen Unterschied werde ich mit Sicherheit spüren, nur wie groß ist er, interessiert mich. Und dann werden wir das Ding mal richtig ausdrehen. Ich hoffe, ich kann Topspeed gleich abchecken, weil der wird bei MV mit 240 angegeben, aber das glaube ich nicht, das ist zu wenig. Also würde ich mir jetzt mal behaupten. Ich würde eher auf 250 bis 260 tippen, also 250 mit Sicherheit. Aber wichtiger ist mir eigentlich wieder Topspeed, die Beschleunigung, und es wird mit Sicherheit sehr, sehr, sehr stabil sein. MV gibt, glaube ich, an 10 Sekunden von 0 auf 200 und 100, 0 auf 100, glaube ich, in, was waren es? 3,5 meine ich. Wenn es falsch ist, dann schreibe ich es hier gleich nochmal hin. Und ja, gleich geht es jetzt hier auch auf die Autobahn. Mal gucken, wann unbegrenzt kommt. Dann schalte ich wieder ein. 120, scheiße, okay. Dann würde ich sagen, bis gleich, wenn unbegrenzt ist. So, Freunde, ich habe jetzt vollgetankt. Kann es losgehen. Hinter mir ist frei. Kurz. Ach du heilige Scheiße! Oh. ja, das Vorderrad hebt übertrieben schnell ab. Trotz, dass ich die Wheelie Control anhab, leckt mich am Arsch, geht es vorne hoch. Und es war kein Vollgas. Ich habe mich nicht ganz getraut, muss ich ehrlich sagen. Ich würde sagen, so genaue Beschleunigung messen wir mal, wenn ich mit dem Motorrad noch mehr vertrauter bin. Also noch mehr vertrauter, ja moin. Noch vertrauter. Und wenn ich es noch besser unter Kontrolle habe, dann sind es auch aussagekräftigere Zahlen. Ich gucke jetzt mal, dass ich bei einem unbegrenzten Abschnitt mal ein bisschen was, dass ich es ein bisschen laufen lasse. Aber ey, der Sound, der wird obenrum nochmal so heftig. Das ist eine absolute Wheelie-Maschine, das Ding. Boah, ist das geil. Ja, der Tausender Service, wenn man mal zu den Kosten kommt, das ist ja für viele auch immer interessant, der hat mich jetzt unterm Strich knappe 300 Euro gekostet, was ich in Ordnung finde. Geht günstiger, geht mehr. Und ich habe mir jetzt noch eine Lithium-Batterie reinbauen lassen, weil die deutlich, deutlich besser sind als die Gel-Batterien, die verbaut sind. Die halten auch deutlich länger die Spannung. Bei den Gel-Batterien ist die immer ziemlich schnell abgefallen. Und ich werde euch da mal berichten und auf dem Laufenden halten, wie viel besser jetzt die Lithium ist. Die brutale 1000, die ich noch habe, die hat ja ab Werk eine Lithium-Batterie. Da habe ich absolut gar keine Probleme. Das reicht, wenn ich die einmal die Woche bewege. Und die kann auch mal 2-3 Wochen ohne Ladegerät sein. Das macht ja überhaupt nichts. Ist für manche Motorradfahrer, die jetzt zum Beispiel Japaner fahren, Standard. Aber wie zum Beispiel die MV Agusta hier, die Dreizylinder, die Original-Gel-Batterien, die sollte man immer sofort ans Ladegerät hängen, wenn man weiß, okay, ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal zum Fahren komme, immer ans Ladegerät. Sonst kann es halt sein, dass die halt keinen Bock mehr hat anzusprengen nach ein paar Tagen. Ja. Wenn man es weiß, kann man sich darauf einstellen, dann hat man damit auch gar keine Probleme. So viel dazu. Jetzt treten wir mal ein bisschen durch hier. Alter!
leck mich am Arsch! Ey, wie laut ist das denn bitte? Ich komme gerade überhaupt nicht drauf klar. Oh, hier wunderschön, die Sonne. Hab auch einen absolut genialen Tag erwischt heute. Leck mich am Arsch, Mann! Ey, der Sound oben rum ist ja nochmal so geisteskrank. Oh, und die Downshifts. Oh Mann, Freunde, ich melde mich gleich nochmal, wenn wir hier ein bisschen frei haben. So, Freunde. Alter, geht das Ding. Das ist ja nicht mehr normal. Den Drehzahlbegrenzer kann ich auch noch einstellen. Dann stelle ich mal auf hart, glaube ich. Ich glaube, das klingt noch ein bisschen geiler. Alter, leck mich am Arsch. Also das sind sehr potente 140 PS. Und das Vorderrad wird einfach so leicht beim Beschleunigen. Also ist jetzt nicht krass, so erster Gang ist hart, da muss man wirklich bedacht sein und vorsichtig sein. Der Rest geht dann. Aber es hebt immer so ein bisschen ab. Krass, 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 krass. Geht das ab auf den Bock? Heilige Scheiße, ich muss schon wieder bremsen. Aber der Windwiderstand ist auch echt vom anderen Stern. Boah, macht das Bock? Alter, leck mich am Arsch. Da. Boah! Ey, dieser Sound, ne? Brutal! Einfach nur brutal! Knapp 240, aber ich habe gesehen, ich war bei 11.000, ein bisschen mehr, da geht schon noch was. 250 macht es auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich habe jetzt hier abgebrochen, weil, boah, ich habe heute ist gerade echt kranker Gegenwind. Es wird sehr unangenehm. Also bei der brutale 1000 RR fahre ich 250 easy ohne Probleme. Die sportliche Position macht da doch echt einiges aus. Aber 240 reicht für mich fürs erste heute. Alter, krass, krass, krass. Ich möchte jetzt mal nochmal einen Gang ausdrehen. Da war der Begrenzer, auch sehr geil. Dieses rote Band hier oben. Ey, der Sound! Boah! Unfassbar! Unfassbar! Jetzt bin ich noch süchtiger! Ich steige einfach gar nicht mehr ab! Okay, Freunde, das soll es gewesen sein mit dem Video, für dieses Video. Wenn ihr mehr zu dem Bike und zu allem anderen sehen wollt, was dieses Jahr noch kommt, es kommt geiler Shit, einfach mal hier abonnieren drücken. Lasst ein Abo da, kostet euch nichts.
Und wenn es euch gefallen hat, gerne auch ein Like. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann. Bleibt auf dem Bike. Ich wünsche euch einen geilen Saisonstart. Nächste Woche geht's los für viele. Manche haben auch Ganzjahreskennzeichen. 1. März, da darf die Brutale auch wieder raus. Ja, viel Spaß euch. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.